So Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir sind wieder unterwegs im M4. Heute gibt es ein Auto-Video. Das letzte war ja schon das Video mit M4, die erste Fahrt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich es jetzt gerne nochmal anschauen. Und heute geht es aber nicht um den M4, sondern um meinen Seat. Und zwar machen wir heute Stage 1 Tuning bei GP Tuning in Wels. Ist der beste, habe ich mir sagen lassen. Okay. Wir machen heute Software. Wir holen uns dieses Tool hier ab, laden die Software vom Seat auf dieses Tool. Dann schicken wir das Ganze per E-Mail zu GP Tuning. Er bearbeitet das Ganze und dann kriege ich das dann wahrscheinlich morgen wieder zurück. Und morgen spielen wir dann die neue Software auf dem Seat. 30 PS mehr und 60 Newtonmeter mehr. Irgendwas mit 300 habe ich aktuell und ja, 110 PS. Wären wir dann so in der Richtung 140 PS und 400 Newtonmeter hatten. Also das sind knapp zwischen 25 und 30% mehr Leistung. Ist echt gestört, wenn man denkt, das ist nur Software. Und vor allen Dingen auch, weil der bei GP Tuning 15 Jahre oder wie viel Erfahrung? 15 Jahre glaube ich. Ich weiß es nicht, aber viele Erfahrungen. Der hat sehr viele Jahre Erfahrung auf dem Gebiet und deswegen machen wir es auch bei ihm. Wenn ihr auch so Chip-Tuning machen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich habe ihn verlinkt, schreibt ihn gerne mal an, ruft den mal an. Ihr müsst nicht unbedingt von der Umgebung sein, sondern könnt auch einfach per Post das Ganze dann schicken und der macht das dann für euch. Ähnlich wie bei RS2E, nur halt diesmal für Auto und nicht für Motorrad. Viele von euch kennen sicher noch den herkömmlichen Weg. Man fährt zum Tuner seiner Wahl hin, lässt sein Auto dort für einen Tag oder so stehen und der tunt einen das Auto und dann holt man es wieder ab. Geht bei ihm auch. Also ihr könnt zu GP Tuning fahren, lasst euch einen Termin geben und der flasht euch euer Auto dann auf eine Stage 1 oder Stage 2 und dann holt ihr das wieder ab und habt mehr Leistung. Wir machen das mit dem Do-it-yourself-Flash-Methode. Das heißt, wenn ihr nicht gerade aus Wels oder der Umgebung seid, wenn ihr aus, keine Ahnung, sogar Deutschland seid oder Tirol oder irgendwas, oder ihr wollt einfach nicht auf euer Auto für 24 Stunden verzichten, könnt ihr GP Tuning anschreiben und die schicken euch dann dieses Tool. Mit dem Tool steckt ihr euch ganz einfach bei eurem Auto an, bei einem OBD-Stecker und lest euch euren Softwarestand, den ihr aktuell auf eurem Auto habt, aus. Ja? Genau, und das spielen wir dann auf das Kastel hier. Das wird dann darauf gespielt, das zieht man sich dann auf den Computer und schickt es einfach an GP Tuning per Mail. Der hat dann euren Softwarestand und bearbeitet diesen Softwarestand auf eine Stage 1 oder Stage 2, je nachdem, was ihr halt wollt. Später bekommt ihr das wieder zurück. Das Geile ist, in der ganzen Zeit könnt ihr euer Auto ganz normal weiterfahren. Ihr müsst nie auf euer Auto verzichten. Bekommt das dann am nächsten Tag oder ein paar Stunden später zurück und könnt das selber wieder raufflashen. Was auch noch toll ist, wenn ihr jetzt sagt, ich habe Garantie und habe jetzt einen Servicetermin und will nicht, dass mein Händler das mitbekommt, dass ich eine Stage 1 fahre, könnt ihr jederzeit, auf dem Tool sind dann beide Softwarestände gespeichert, nämlich eure Seriensoftware und die Stage 1, könnt dann immer wieder hin und her flashen. Das wollte ich auch unbedingt, dass man so das Originale erhält. Aber was labert die für eine Scheiße? Das schneide ich raus, Alter. Das war mir auch wichtig, dass man den originalen Softwarestand behält und dann eben noch das Stage 1 dazu hat und man kann dann immer hin und her switchen. Ja, moin, Unfall. Wirklich? Ah ja, scheiße. Ah, nichts passiert, okay. GP Tuning macht nicht nur Autos, also ihr könnt auch euer Motorrad bei ihm optimieren lassen oder euren Traktor, alles. Also ich will gerne Traktor-Tuning machen. Ja, aber das sind gar nicht so wenige. Wirklich? Ja? Das machen viele, ja. Ja, aber da ist eher so Eco-Tuning, ne? Weniger Verbrauch und so, weil da macht sich das schon bezahlt. Oh nein, da ist Stau. Stau. Oh nein. Jetzt stehen wir erst beim Stau, also bis später. So Leute, ich bin zurück von GP Tuning. Ich habe das Paket. Dasselbe würdet auch ihr bekommen, wenn ihr online bestellt. Wir packen das jetzt einfach gemeinsam aus und dann erkläre ich euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Mit Programm installieren, Software runterladen vom Auto, Software hier hochladen, dann eben per E-Mail schicken und so weiter und so fort. Und jetzt packen wir das Ganze einfach mal aus. So, dann haben wir die Beschreibung, die Anleitung, Bedienungsanleitung. Sehr gut. Hello, darkness, my old friend. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier MyGP Tuning, das ist einfach nur das Tool, mit dem lesen wir dann die Software aus und spielen sie auf. Und ja, das ist eigentlich jetzt das Wichtigste. Wir müssen es nämlich updaten am PC. Das heißt, wir installieren das Programm, das wir brauchen, bringen dieses Gerät hier auf den neuesten Stand, damit das Ganze ohne Probleme funktioniert. Und dann können wir beim Seat fortfahren. Und ich muss auch sagen, hier diese Anleitung,
bebildert, alles schön übersichtlich geordnet, Step by Step. Richtig gut. Ja, und so werde ich das Ganze jetzt erstmal probieren zu installieren. Sehr gut. Was haben wir noch? Kabel. Hier haben wir den Bordstecker fürs Auto. Das steckt man beim Auto an. Und hier ist das USB-Kabel. Da steckt man am PC an. Das werden wir jetzt machen. Schritt Nummer 1 ist es, die Software herunterzuladen. Das heißt, wir gehen hier auf chiptuning.at/home.com und können jetzt hier den Software-Download einfach starten. Da haben wir ihn. So, dann packen wir es einfach hier. Zack. Führen es aus. Hier trotzdem ausführen. Natürlich Deutsch oder gibt's nicht? Nimm Englisch, perfekt. So, Finish. Wir haben natürlich die Geschäftsvereinbarung gelesen. So, Update wollen wir natürlich machen. Nochmal akzeptieren. Nochmal. Aktualisierung beendet, sehr gut. So, und jetzt laut Anleitung einfach nur noch verbinden und dann können wir das Gerät updaten. So, USB-Kommunikation aktiv und hier sehen wir auch schon direkt das Update. Müssen wir nur noch starten hier mit dem Klick. Okay. Dann wird alles hier geupdatet, richtig gut. Viele möchten jetzt noch wissen, warum ich überhaupt meinen Seat chiptunen möchte. Das hat den einfachen Grund, ich will einfach mal ein bisschen mehr Leistung ausprobieren und ich denke, dass Chiptuning auf jeden Fall mal so ein guter Einstieg in das Ganze. Mehr Leistung ist natürlich immer gut, mehr Drehmoment ist immer gut und besseres Ansprechverhalten ist natürlich auch immer gut. Wenn man schon bei Motorrädern macht, warum nicht auch bei Autos, warum nicht auch bei normalen Autos? Es ist unkompliziert, es ist einfach, es geht schnell und es kostet jetzt nicht so viel Geld. Und wenn es mir nicht zusagen sollte, kann ich ja immer noch die originale Software wieder drauf spielen und alles ist gut. Und deswegen möchte ich das Ganze einmal mal ausprobieren. So Leute, wir sind jetzt im Seat. Patrick ist wieder dabei. Der überwacht das Ganze, ob ich hier eh keinen Scheiß mache. Wobei, ist ziemlich easy. Wir haben die Bedienungsanleitung dabei. Das Gerät, das habe ich gestern noch geupdatet. Und das Kabel haben wir auch dabei. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Den Stecker, den kenne ich schon gar nicht mehr, so alt ist der. Ja, jetzt im ersten Schritt wird am Auto selber eh nichts verändert. Genau, also es wird rein nur die Software runtergelesen. Das Auto ist nach dem Auslesen eigentlich genauso wie vorher. Verbinden Sie das Tuning-Tool mit der OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges. Du hast keine Ahnung, wo bei dir der OBD-Part ist, oder? Ne. Irgendwo im Fußraum. Haben Kunden. Jawohl. Okay, Zündung ist ein, Verbindung ist gesteckt und okay, wir fahren fort. So, jetzt steht hier Kommunikationsbeginn. Okay. Protokoll identifiziert, Flash und die Nummer dazu. Mhm. Okay. Warten, Speicherung läuft. Und ich glaube, das war's jetzt, oder? Das war's, ja. Das lesen wir jetzt in den Computer ein. Jetzt gehen wir zum Computer und dann können wir ihm das schicken. Genau, und der programmiert das Ganze dann um und dann kommt die Software wieder hier rauf und dann wieder auf den Seat. Ich bin schon so gespannt, wie sich das Auto jetzt fahren wird. Also wir werden jetzt direkt einen Unterschied merken und dann nach so 25, 50 Kilometer holen wir nochmal die letzten paar Prozente raus. Und ich bin schon sehr gespannt, weil man hat es richtig gemerkt, man gibt Gas, man fährt los, der Turbo kommt und auf einmal ist nichts mehr, oder? Jo. Anstecken, anstarten und schauen, ob es noch läuft. Er läuft sehr gut. Keine Fehlermeldungen. Keine Fehlermeldungen. Passt alles, ja.
Schaut sehr gut aus. Und wie gesagt, aktuell sind wir ja nur in der Adaptionsphase, also die ersten 25, 50 Kilometer nach dem Flashen lernt das Steuergerät nur ein wenig dazu. Er zeigt immer noch, er zeigt wirklich bis 5000 durchgängig. Das ist brutal. Bei der Turbo kommt bei 2000 Umdrehungen und bei 3,5 war es vorbei dann. Aber jetzt einfach schön. Einfach schön. Hat sich gelohnt. Leute, wenn ihr auch Chip-Tunen wollt, unbedingt unten vorbeischauen in der Videobeschreibung. Dritter Gang, es ist brutal. Man merkt so einen heftigen Unterschied. Das ist wie beim Schaltautomat bei der BMW. Der Original ist schon gut, aber der von RS2, der ist einfach nur viel knackiger. Nur viel besser und so ist es auch ungefähr mit dem jetzt. Das ist Wahnsinn. Wer Interesse hat, man kann beim Link in der Videobeschreibung nachschauen. Da ist ein Konfigurator, da könnt ihr eure Automarke reingeben, könnt ihr euer Modell reingeben und also könnt schauen. Ich war nie mit 150 Watt, die da nie hochkommen im 14 normal. Das ist wirklich heftig. Könnt schauen, was bei euch rauskommt. Ja gut, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video, Leute. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. But now they know the penalty. I tell them, see you later, fam. I do not need this jealousy. I got no time for failure, man. I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out. Pop up for the whole